Leute, was geht ab und willkommen zum King-Finale im JBB 2018 und zwar Timatic vs. Entertainment und hier nochmal Glückwunsch an Timatic. JBB King 2018, wirklich auch die richtige Entscheidung von Julian und generell war es einfach die richtige Entscheidung. Leute haben mich noch gefragt, wie ich die Analyse von Julian fand und ich muss sagen, ich fand, das war die einzig gute Analyse von Julian im JBB 2018. Also Julian, Props dafür, dass du wirklich mal eine gescheite Analyse gemacht hast. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet. War aber eine richtig gute Analyse. Alles schön nachvollziehbar mit dem Technikpunkt und so und auch Flow und alles. Fand ich wirklich stabil. Nur ein 11:11:4 oder 11:3, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen viel vielleicht. Also zum Beispiel Video bei Rückrunde hat es Timatic bekommen. Hätte ich auf jeden Fall an beide gegeben. Weil das von der Kuchen schon sehr qualitativ hochwertig war. Deswegen ein bisschen komisch, aber gut. Mal gucken. Also, jetzt sind wir aber hier im King-Finale. Ich bin ultra gehypt. Ohne Witz, ich feiere beide Künstler extrem. Und ihr wisst ja, Entertainment ist mit einem anderen Rapper mein Lieblingskünstler. Heißt aber nicht, ja, dass ich hier jetzt subjektiv bin. Ich bin komplett objektiv, so wie immer. Ja, wenn Timatic hier eine bessere Runde kickt als Entertainment, also ist natürlich auch Geschmackssache, aber dann sag ich das auch. Wenn ich das so finde, wenn ich das so, ja, wenn ich so finde, dann gönne ich Timatic den Sieg. Ist einfach so, es kommt ganz auf die Runde an. So, und jetzt ist es so, ihr seht schon hier die Runde, bam, Dislikes und so. Also ich möchte euch bitten, bevor ihr hier diese Runden auch immer guckt und sowas, bleibt doch mal objektiv. Ja, es ist nämlich so, dass Entertainment natürlich, es ist ein Battle-Rapper, der ist nicht einfach mal so, den kann man nicht von der Straße aufgabeln. Ja, der ist wirklich sehr talentiert, ein kluges Köpfchen. Und ja, den hebt man halt nicht einfach so von der Straße auf wie Bananenschalen, so, ne, ihr wisst es. Deswegen ist natürlich eine harte Sache, ein harter Gegner für Timatic und es ist auch ein knappes Ding für Timatic. Wenn man sich einfach die Punkte anguckt, videotechnisch, Timatic gut, auch wenn in Pictures wirklich saugute Videos, aber Entertainment bringt wirklich Horror-Movies auf einem ganz anderen Niveau. Wirklich, User-Voting, Entertainment ist absolut im Hype, so Kampfansage, ihr wisst es. Doch wo ich mir absolut sicher bin und was mich ultra abfuckt, ist, es könnte oder es wird egal sein, was Timatic geht, ob er Entertainment in den 6 Minuten komplett zerstört. Es ist scheißegal, weil Entertainment, da bin ich mir unfassbar sicher, dass User Voting gewinnen wird. Entertainment ist nämlich so jemand, darauf warten die Leute, dass mal wirklich jemand kommt, der dieses Jahr komplett reinböllert und das ist halt eben Ente. Na, Entertainment ist wirklich Top-Favorit und das auch zu Recht, will ich hier nochmal sagen. Absolut zu Recht. Aber Timatic wird gegen die Armee von Entertainment keine Chance haben, denke ich. Also würde mich wundern, wenn Timatic das User-Voting reißen würde. Würde mich komplett wundern. Aber Leute, wirklich, es fuckt mich unnormal ab. Bewertet einfach mal objektiv. Ja? Dislike nicht die Runden zu Tode. Ja, Timatic steckt da auch mega viel Arbeit rein, ohne Witz, mich wundert es, dass der Typ kein Burnout kriegt, ja, was er dieses Jahr geleistet hat, krank, und das in dieser Zeit. Timatic braucht auf jeden Fall danach auf jeden Fall, ja, einen Urlaub auf den Malediven, ist einfach so, wirklich, der Typ hat unfassbar viel Arbeit da reingesteckt und, das sollte man auf jeden Fall würdigen. Deswegen gönnen wir uns jetzt mal die Runden. Bam, Alter, ich will euch hier nicht 8 Stunden vorlabern, nur 5. Deswegen fangen wir heute mal an mit Entertainment, würde ich sagen. Ja, wir fangen mal mit Ente an. Ente süß-sauer. Let's go. Ich bin richtig gehypt, bin richtig gespannt, habe auch hohe Erwartungen an beide. Ich bin hyped. Let's do it. Boom, Alter. Entertainment gegen Timatic. Ich bin echt gespannt, mit was der Timatic hier angreifen wird. Let's go, Entertainment. Oh, das baut, ich krieg schon Gänsehaut, ne? Oi. Video sehr geil. Und Beat auch sehr interessant. Aber geil, es sieht geil aus, macht direkt Bock auf die Runde. Nice. Schreibt keinen Schabernack, ich fick eure Dorfmütter. Doch da du gern Sex mit dem eigenen Vater hast, dreh ich das Rad der Zeit von Entertainment an den Anfang. Heißt das, du mir, wenn ich dich fick, er kann spitten ins Ohr flüstern.
Ja, also die Zeile fand ich jetzt ein bisschen zu lang für eine Anfangszeile, aber ein guter Einstieg, würde ich sagen. Von wegen, er dreht das Rad zurück, ja, von Entertainment heißt, sein erster Name war ja Erkan Spitten, glaube ich. Also war, glaube ich, der erste Name von, ja doch, doch. War der erste Name von Entertainment, Erkan Spitten, und von wegen, dass er sagt, wenn er ihn fickt, also Timatic, Erkan Spitten ins Ohr flüstert. Erkan Spitten, ne, die Doppeldeutigkeit, der Spit darauf. Ist natürlich geil, dass er Erkan Spitten hieß, und Erkan Spitten ist ein geiler Spit. Okay, es kommt jetzt langsam ein bisschen weird. Und von wegen Spitten heißt ja auch spucken, ob er das jetzt in dem Kontext mit dem Geschlechtsverkehr nochmal doppeldeutig sieht, weiß ich nicht. Ich bin ja jemand, der komplett sich den Kopf zerfickt über Zeilen, deswegen könnte sein, keine Ahnung, ist ein gelungener Einstieg, würde ich sagen, aber jetzt kein richtiger Fick. Du machst mit deiner Fotze Cash am Bahnhof zu, ich schneid deinen Kadaver auf und stopf ihn jetzt mit Hasenbrot, kotz dir übers Abendbrot, wenn ich... Kotzt dir übers Abendbrot, fand ich cool, wie er es betont hat. Und vor allem, also, die Zeile war jetzt nicht gut, ne? Die war kompletter Nonsens. Aber kotzt dir übers Abendbrot. Ja, war Bahnhof cool. zu, ich schneid deinen Kadaver auf und stopf ihn jetzt mit Hasenbrot, kotzt dir übers Abendbrot, wenn ich... Zufrieden, wenn man meint, ich sei zu weit gegangen wie Sonny Black für Carlo Koks. Ich will auch paar Bitches sein, bis er nur seine eigene Mutter hatte und die machte mehr wie South Park Rüttel. Himmel! Die ist geil. Sehr originelle Zeile, muss ich sagen. Tim, also eigentlich heißt er ja Gerardo, das ist halt so ein bisschen der Fail, aber weil er halt Timatic, also Tim im Namen hat, ist es okay, finde ich. Aber solange, also ich hoffe noch, dass er jetzt nicht die ganze Zeit sagt Tim, weil dann ist das Epic Fail, muss man einfach sagen. Von wegen, Tim würde gern Bitches haben, doch da er nur seine eigene Mutter hatte und sie machte mäh wie South Park Krüppel. Kann man auch wieder doppeldeutig sehen. Erstmal natürlich so, ja, von wegen, dass Tamatic sie fickt, aber sie so sagt so, mäh, ne? Tamatic bist nicht so gut im Bett. Oder, das finde ich jetzt, oh, der denkt ja auch so bestimmt schon wieder, der ist dann komplett geisteskrank, aber mäh, ne, machen ja Schafe und Hyänen zerreißen ja Schafe. Also würden Schafe zerreißen. Und von wegen auch, zum Beispiel, dass er sagt, jo, ist ja seine eigene Mutter, fickt. Vielleicht auch in dem Sinne, dass er sie zerreißt, macht sie mäh wie South Park Krüppel. Versteht ihr? Also könnte man so sehen, so ist es ganz geil und muss ich sagen, eine richtig gute Punchline. Wenn sie nicht so gedacht ist, ist mir egal. Ich interpretiert das erstmal so rein und ist eine gute Zeile auf jeden Bis Fall. er nur seine eigene Mutter hatte und die machte mehr wie South Park Krüppel. Himmel! Himmel! Wenn sie Fett am Verbrennen ist, heißt sie Fatma auf Deutsch, doch Fatma auf Englisch. Hieß sie Fatma auf Deutsch, doch Fatma in Englisch. Ganz cool, aber jetzt nicht so innovativ, ne? Fatma, okay. Und Fatma, also fette Mutter auf Deutsch dann eben, ist cool. 7 Kilo Schinkenspeck im Bagel, aber auch wenn es Haram ist, sie steht hinter Matt wie Damon. 7 Kilo Schinkenspeck im Bagel, aber auch wenn es Haram ist, sie steht hinter Matt wie Damon. Ah, okay, ist cool. Ist auch wieder ein geiler Spit. Also Entertainment spittet die komplett rum. Das ist krank. Ja, Timatic, also Matt. Und, also steht hinter Matt, also Timatic eben. Und hinter Matt. Ihr kennt's, Matt-Brötchen, kennt man doch. Sie steht hinter Matt wie... Wer ist denn Bushido? Doch ein Verbägel, aber auch wenn es Haram ist, sie steht hinter Matt wie Damon. Wie Damon. Also er meint jetzt nicht Damon, Damon, ne? Also nicht Damon, der Flow oder Flow God. Wen meint er mit Damon? Vielleicht jemanden aus Vampire Diaries, weil ich gucke nämlich gerade die Originals, ist ja der Spin-off davon, ist auch übrigens besser, aber ich habe Vampire Diaries nie gesehen, da weiß ich, ist auch einer Damon heißt, aber mir fehlt gerade komplett der Bezug. Ich weiß nicht, wen er mit Damon gerade meint. Aber ich glaube, das ist eine richtig gute Punchline, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eine richtig gute Punchline. Leute, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn irgendwas mit Matt ist und ob das. Ich weiß nicht, was er meint mit Damon. Hätte ich den Bezug oder das Wissen, dann wäre die Zeile, glaube ich, nochmal doppelt so geil. Also die ist ja jetzt schon cool wegen Matt und Matt-Brötchen und Timatic und Matt. Und ihr wisst es, ist auf jeden Fall ganz cool, aber mit dem Damon hat bestimmt noch Bezug. Also Damon bestimmt irgendwas auch mit Matt. Keine Ahnung, vielleicht heißt da irgendjemand da Matt oder so. Keine Ahnung, müsst ihr mal echt in die Kommentare schreiben. Wer ist denn Bushido? Doch ein Vermögen ist nicht zu sehen. Ja, komm aus der Höhle, wir müssen reden. Na, cool. Yalla, wir kommen aus der... Ja, Yalla, wir kommen aus der Höhle. Yalla, komm aus der Höhle, wir müssen reden, weil Tamedic ja hier sich als Hyäne bezeichnet und Hyänen ja in Höhlen wohnen. Ja, ist ganz. Blaues Blut in meinen Venen. Mein Reich komme
geschehen. Und kommst tot auf diesen Pfad, euer Herrscher regiert entweder leben oder sterben. Blaues Blut in meinen Willen, mein Reich komme, euer Wille geschehen. Und kommst tot auf diesen Pfad, euer Herrscher regiert entweder leben oder sterben. Ja, also die Hook fand ich tatsächlich jetzt nicht so geil, hebt sich, finde ich, gar nicht so ab. Der Beat hebt sich ab, aber ich finde, Entes Stimmlage verändert sich nicht großartig. Aber das Video, muss ich einfach sagen, es ist einfach krass. Video ist wirklich krass und der Beat gefällt mir auch. Erster Part fand ich ganz gut, solide Lines, viele Spits, ja, und ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber muss noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Du bist Gangster am Papier, wirst mental attackiert. Ich zeig dem, kann erkennen, dass er verliert. Er kann erkennen, dass er verliert. LOL, was ein geiler Spit. Holy shit, nochmal. Ich schreibe Stifte. Nee, du machst was? Du machst auf Gangster. Gangster auf Papier, du wisst ja. Euer Herrscher regiert, attackiert. Entweder leben oder sterben. Du bist Gangster am Papier, wirst mental attackiert. Ich zeig. Du bist Gangster am Papier, du wirst hier mental attackiert, auch lyrisch und textlich, also, ne, technisch sehr stark. Dem kann erkennen, dass er verliert, er kann. Ich zeig dem kann erkennen, dass er verliert, er kann erkennen, dass er verliert. Geil, geil, Ente, ohne Witz, feier ich. Bis jetzt Highlight, wirklich Highlight. Kann erkennen, dass er verliert, doch nicht nur er. Kann erkennen, dass er verliert, auch er macht noch weiter, ja moin. Dem kann erkennen, dass er verliert, er kann erkennen, dass er verliert. Doch nicht nur er. Kann erkennen, dass er verliert, bin ich, kann auch sein verschollener Daddy, er kann erkennen, dass er verliert. Kann er erkennen, dass er das ist krass. Das ist wirklich Highlight-Zeile bis jetzt. Also, dope. Dope Spits. Also, er spittet ja komplett die ganze Runde. Also, wenn er nicht jetzt die ganze Runde spittet, also, ich will jetzt mal hoffen, weil die Spits sind cool, ne? Die sind geil. Aber es muss auch der Ultra-Bums noch kommen. Ohne Witz. Aber ist geil. Der Spit ist dope. Habe ich so noch nie gehört. Sehr originell. Geil. Du hast Schwein gehabt, nimm ich die Axt und schlag dir ins Rückgrat. Doch wünschst du hättest mehr Schwein gehabt wie Nagetierzüchter. Ich nehme die Axt, du hast Schwein ge... Ich glaube, die ist cruel. Ich wollte krass und cool. Dann kam cruel. Hashtag cruel in die Kommentare. Und schlag dir ins Rückgrat, doch wünschst du hättest mehr Schwein gehabt wie Nagetierzüchter. Geil. Hättest mehr Schwein gehabt als Nagetierzüchter. Das ist ganz geil, weil Timatic ja ausländischer Herkunft ist. Ja. Wenn ich mich mal so artikulieren darf. Okay, lassen wir das. Aber, und dann zu sagen, weil er ja kein Schwein essen darf, hoffst du, man kennt ja dieses Wortspiel von wegen, du hast echt Schwein gehabt und er hat gehofft, dass er mehr Schwein hat als Nagetierzüchter oder so. Ist ganz cool. Eine blutige Safari wird die Hyäne gejagt. Du fällst, die erklimme die Charts und diesmal dreht sich die Zahl. Der dreckige Köter wird auf den Boden gerissen. Das ist wie Saufen auf dem Dach. Du siehst mich oben mit mir. Ja, also jetzt fehlen mir gerade in den letzten zwei Zeilen komplett der Fick. Klar, okay, das ist wie auf dem Dachboden irgendwie, du siehst mich oben mitmischen. Stimmt. Ja, ja, ist ganz cool, aber wo ist der Bezug? Auf Timatic? Nirgendwo. Auf den Boden gerissen, das ist wie Saufen auf dem Dach, du siehst mich oben mit mir. Timatic schreit in seinen Songs und will einen Preis dafür bekommen. Er den Kicktitel als der noch kriegt ein Schweinemedaillon. Sehr provokant, schreit in seinen Songs, bam bam bam, will den Titel, bekommt höchstens ein Schweinemedaillon. Das ist geil. Vor allem wegen Medaille halt eben. Man kriegt ja als zweiten Platz Medaillen und so und dann halt eben das nochmal. Ein Schweinemedaillon. Ja, wisst ihr, was er meint? Es ist geil, es ist schon cool. Und sehr provokant, finde ich dope. Aber so ein paar Zeilen bis jetzt waren noch nicht so krass. Aber bis jetzt... Er kommt wieder rein. Du wachst ab bis wieder, nicht um Pumps Haftbefehl Lieder und sitzt nach 8 bis 10 Liter, schnappst wieder nackt in der Kita. Auch wieder null Gegnerbezug, aber technisch sehr stark. Rätselt, ob er's machen soll. Denn er ist so wie Lasker mit einer Scheibe Gouda, der liebst Packkäse lieber. Auch wieder geil, direkt wieder auf dieses Schweineding. Von wegen, jo, es ist wie bei Lasker bei einer Scheibe Käse. Ihm ist. Oder was hat er gesagt? Kein Plan. Was war eine geile Zeile? Er stoppt wieder nackt in der Kita. Er rätselt, ob er's machen soll. Denn er ist so wie Lasker mit einer Scheibe Gouda, der liebst Packkäse lieber. Ihm ist ein Packen Käse lieber. Ist ganz witzig, ja. Es ist wie Lasker beim Ding. Er ist geil.
Ist ein guter, ist gut, ist wirklich gut. Ist alles auf einem sehr hohen Niveau. Video geil auch. Jetzt glaube ich, kommt wieder die Hook. Zweiter Part, oder? Ja. Ja, also der zweite Part war ein bisschen schwächer, finde ich, als der erste. Aber dafür hat er hier wirklich ganz am Anfang eine komplett geile Highlight-Zeile gebracht. Also dieses mit dem, er kann erkennen, dass er verliert und so, mit dem Kanaken und so. Das war geil. Mein Reich komme, euer Wille geschehe. Kommt tot auf diesem Pfad, euer Herrscher regiert, entweder leben oder sterben. Blaues Blut in meinen Willen. Mein Reich komme, euer Wille geschehe. Kommt tot auf diesem Pfad, euer Herrscher regiert, entweder leben oder sterben. Du hast Socken in der Tasche, ich hab Tasche in den Socken. Pack den Schwanz raus und sag lecker, Ali, wie beim Katzenloch. So komplett null der Bezug. Wie Handgranaten gegen Wasserbomben, Bitch. Gerardo. Ist der erste Kanack, der seinen Hack bekommt und frisst. Die ist geil. Alter, ist die gut. Die ist gut. Aber jetzt sagt er auch mal endlich Gerardo. Ja, nicht Tim. Ich hab schon gedacht, er dachte, er heißt Tim. Also, lol, the fuck. Von wegen, jo, es ist wie Wasserbomben gegen was auch immer. Und von wegen, Timatic ist der erste, der Hack bekommt und frisst. Sehr provokant. Weil er halt eben kein Schweinefleisch essen darf, weil das ja für die wirklich so unrein ist und Dreck ist quasi. Da ist sehr provokant. Gut, finde ich gut, diesen Bezug. Das ist sowas von normal für dich und dein Bandana vor deinem Maul ist Klopapier fürs Arschgesicht. Ich sag dir jetzt, ja, wie das läuft, wie bei Regieanweisung. Ich komm mit Texten für Maschinen wie eine Betriebsanleitung. Leg deine Waffe nach wie ein Hardcore-Magazin. Sie fürchtet Wilderer, aber findet mein Blasrohr attraktiv. Die ist auch geil. Sie wittert Wilderer, oder was sagt er? Doch, sie wittert Wilderer, doch findet mein Blasrohr attraktiv. Ist das nicht geil? Erstmal wegen Wilderer ist die natürlich, die dann Wildschweine und so umbringen und sowas. Und das Blasrohr, ne, versucht man halt, also benutzt man natürlich, um halt eben die Viecher zu betäuben und ihnen natürlich dann den Kopf abzuhacken oder was auch immer man damit macht. Und dann zu sagen, sie findet mein Blasrohr attraktiv in Doppeldeutigkeit mit seinem Cock ist geil. Das ist auch wieder sehr schön. Alter, schon wieder scheiß Microsoft! Danke. Marmorplattenfließ sorg ich doch für Spaß in der Fotze wie Vibrator-Batterie. JBB 018, mein Vergeltungsschlag. Was heißt es für die Kranken wie ein Erkältungsbad? Ich erwürge. Ja, was heißt es für die Kranken wie ein Erkältungsbad? Ja, ist. Also der dritte Part schwächelt komplett. Dich, denn ich töte gern halt den Halbkanaken in zwei und dann ist der Türkenviertel wie schöne wäre. Ich glaube, die war aber wieder gut. Also das hätte ich nicht sagen dürfen, weil dann kommt Ente wieder mit einer krassen Zahl um die. Denn ich, ne, töte gern halt den Halbkanaken in zwei und dann ist der Türkenviertel wie schöne wäre. Schöneberg, war das nicht da so? Da gab es mal so einen Skandal von wegen, dass Clubmitglieder Türken nicht in die Bar gelassen haben oder in den Club reingelassen haben, weil die eben Türken waren. Ich zerteile dich in zwei. Nee, aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Keine Ahnung, was in Schöneberg da passiert. Das ist ja in Berlin. Also was Geschichte und so News angeht, ne? Irgendwelche Nachrichten oder so, bin ich immer komplett auf dem Schlauch. Ne, wie Weiber, die 13 sind und deswegen pff, kein Plan, muss ich sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Blaues Blut in meinen Willen, mein Reich komme, euer Wille geschehe. Kommst tot auf diesem Pfad, euer Herrscher regiert, entweder leben oder sterben. Blaues Blut in meinen Willen, mein Reich komme, euer Wille geschehe. Kommst tot auf diesem Pfad, euer Herrscher regiert, entweder leben oder sterben. Okay, das war die Runde von Entertainment. Und das ist seine neue Maske? Also jetzt mal no joke. Die finde ich scheiße. Also, ah nein, nicht. Guckt sie euch mal an. Nee, Ente, nee, Dicker, nein. Kannst du nicht machen, du kannst jetzt nicht Entertainment in den Sarg stecken. Wie Elijah. Und, what the hell? Nee, das ist nicht geil. Ich finde die Maske nicht cool. Okay, das war die Runde von dem guten Entertainment. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet von Entertainment gegen Timatic. Also ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Ich gebe trotzdem Like der Runde, ne? Ehrenmann halt eben. Ich gebe eigentlich keiner Runde ein Dislike. Wenn, dann gebe ich halt keinen Like. Aber ich fand die Runde nicht schlecht. Nur fand ich auch, das war irgendwie vom Flow nicht so abwechselnd.
Hook fand ich auch nicht so krass. Video Beat war geil, muss man sagen. Und ich finde auch die Punches, die er verwendet hat, also die auch sitzen, die finde ich krass. Ja, aber nicht viel passt. Viel war auch Representer-Shit oder einfach Zeilen, die null jucken und null Gegnerbezug hatten. Also vor allem im dritten Part halt eben. Erster Part, würde ich sagen, war 70% gut und hat getroffen und war auch stark. Waren natürlich viele Spits bei. Im zweiten Part würde ich auch sagen, 70% hat gesessen und da war auch dieser Highlight-Shit drin mit dem Kanaken und kann erkennen und sowas. Das war richtig geil. Und auch schön mit diesem Schweinefleisch-Shit und sowas, mit dem Türken-Image und sowas. Das ist geil. Finde ich auch gut, diese Angriffsfläche. Nur kam mir das ein bisschen zu kurz. Er hat jetzt auch keine 7-Minuten-Runde machen sollen oder so. Aber halt eben diese Müllzeilen vom dritten Part oder die auch dazwischen waren im zweiten Part einfach mal rausschmeißen sollen und richtig ekelhafte Zeilen schreiben können. Er hat schon böse Zeilen drin. Versteht mich nicht falsch. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem eine gute Runde, würde ich sagen. Ist ganz in Ordnung. Würde ich auch sagen, ist King Final würdig. Aber ich habe ein bisschen mehr von Ente erwartet. Na, lassen wir mal so stehen. Würde, glaube ich, nicht im Titel stehen, dass es Thematic ist. Wäre ein bisschen kritisch, dann zu wissen, dass es ein Gegner ist. Also, trotzdem hat er geile Zeilen drin. Wirklich, hatte wirklich, wirklich geile Zeilen. Aber kam mir alles ein bisschen zu kurz. Let's go, wir gucken uns jetzt mal Thematic an. Mal gucken, was der zu bieten hat, ne? Boom, Alter! Thematic gegen Entertainment. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und 6 Minuten kickt der Typ. Ey, also wirklich, was der da für Arbeit reinsteckt, das ist so geisteskrank. Die hatten wirklich irgendwie 14 Tage Zeit wieder dafür. Nicht 14 Tage, 16 oder so, 16, 18, wie auch immer. Und dann eine 6-Minuten-Runde schon wieder. Was ist denn los mit dem? Also wirklich dafür dicke Props, ne? Der Typ, der kriegt, dass der echt noch keinen Burnout gekriegt hat, ne? Der geht ja auch nochmal arbeiten und so. Das würde ich niemals packen. Ich würde komplett in mich zusammenfallen. Krank, wirklich Props und Respekt an Thematic. 6 Minuten, heilige Maria Gottes, ich bin gespannt. Venom Pictures, musste auch sein, ne? Ein anderer Videoproduzent hat hier gar keine Schritte gegen Entertainment Videos. Das sieht geil aus, das ist auch der Achterbahn. Warte, was? Du bist nach wie Scheiße. Was redest du da überhaupt? Du weißt genau, was ich meine. Hygiene. In dieser Runde bettel ich nahezu Phantome. Erst mit Tattoo, dann ohne, dann wieder mit Tattoo, dann ohne. Du hast Jungs um dich rum, die deine Arbeit übernehmen. Mein Part zieht sich Masken auf, andere müssen drehen. Also hier kann man jetzt keine einzelne Punchline entziffern oder rausfiltern, aber das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Vor allem Entertainment war ja früher angeblich mega gut gebaut, ne? Man sieht so seine Splash-Runden, da war ja auch Entertainment dabei, anscheinend mit Entenmaske und so. Auch mit Tattoos und halt eben auch ultra krass gebaut, ne? Und dann habe ich so geguckt, hä? Der hat ja keine Tattoos mehr, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Habe ich mir gedacht, hä? The fuck? Und das ist eigentlich ganz geil, dass er das jetzt verwendet. Während einige noch sogar für den King schreiben müssen, bei dir gibt's kleine Lücken, ich hab Insider-Wissen, ich treff bei euch den bunten Punkt. Ente, du bist nur das Produkt deiner Leute um dich rum, mein Ge- Ja, böse, das ist gut. Das ist gut. Geheimnis, das der engste Kreis bewahrte. Jens, nächstes Jahr wirst du 36 Jahre. Du hattest wohl gedacht, dass du im Netz untertauchst. Aber sag Hallo zu deinem alten Facebook-Account. Und du kannst jetzt wieder anstatt Gehhilfe Axt packen. Aber Opa Ente sagt, wem willst du Angst machen? Also klar, man wusste irgendwie schon, dass es Entertainment sein könnte und so. Und Jasper meinte, der hieß ja Benedikt. Er sagt, er heißt Jens. Und wenn das alles stimmt, ist schon mal böse, aber der Beat, ne, der Beat, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht woher, aber irgendwie kenne ich diesen Beat. Und Thematic, muss ich auch sagen, ist hier sehr druckvoll, aber auch keine Flow-Switches oder so, aber, ne, Hook kommt ja noch und sowas. Finde ich gut, wie er aggressiv komplett in den Beat reinböllert. Den Beat finde ich jetzt nur nicht mega krass und auch nicht so episch. Aber Thematic kommt ganz gut, bringt ein bisschen Real Talk. Man kann jetzt keine einzelne Zeile entziffern, aber es fickt im Gesamten. Von wegen, er ist 36 Jahre alt und so, das kann gut sein, aber wo ist der Fick? Ich glaube, Sansa ist älter als 36 und Sansa hat's trotzdem drauf, ne?
und kann stolz auf das sein, was er macht. Spielst im Internet den Killer mit deinem Image-Rap. Dick perfekt, bis man checkt, dass da ein Opa hintersteckt. Ah, okay, ich glaube, jetzt kommt die Hook. Bis da ein Opa hintersteckt, yo. Jetzt nicht so krass. Keine Ahnung, da fehlt mir der Fick. Aber das war, glaube ich, jetzt der erste Part. Habe ich ja schon jetzt 500 Mal gesagt, man kann keine einzelne Zeile nehmen, ne? Aber im Gesamten fickt das ganz gut, der Part, ne? Killer mit deinem Image-Rap. Dick perfekt, bis man checkt, dass da ein Opa hintersteckt. Hiernach machst du keine mehr Angst. Denn ich hab dein Leiden erkannt. Dreh es wie du willst, aber es gibt keinen Zweifel daran. Entertainment ist dein alter, verweichlichter Mann. Hiernach machst du keine mehr Angst. Denn ich hab dein Leiden erkannt. Dreh es wie du willst, aber es gibt keinen Zweifel daran. Entertainment ist dein alter, verweichlichter Mann. Du bist der Nee, Hook gefällt mir absolut nicht. Die hebt sich null ab. Der Beat hebt sich auch gar nicht ab, finde ich so. Nee, die Hook sagt mir absolut nicht zu, ist flowlich, habe ich was gar keinen Unterschied gemerkt. Die geht, finde ich, auch nicht ins Ohr, und dieses Ahu kommt auch nicht so krass. Das macht zum Beispiel Neo 500 mal geiler. Ja, finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. An sich nach sehr lächerlich, bist David, nein, obwohl du 27 Jahre älter bist. Laberst von einem Dick, Blasen und Pirate, Digga, das ist gerade noch ein Kind. das ist gut, tatsächlich. Von wegen, du laberst von allen Dick, von Pirate, du bist 36 oder irgendwie sowas. Ah ne, du bist ein, aber er ist noch ein Kind. Ja, ist ganz cool, aber ist er 36, ist jetzt auch nicht so der Punch. Finde ich. Du hast ein Ghostwriter-Team, das deine Gegner frontet. Doch deren Texte kann man abschreiben, wie du mit deiner Feder Gottes. Kann man abschreiben, wie du mit deiner Feder Gottes, ja. Ist ein ganz guter Bezug zu seinem Album und von wegen mit der Feder, man kann ja mit der schreiben und so. Digga, dein Camp schreibt dir den Scheißtext, aber du bist der, der ihn einrappt, weil dir macht das Aber das, was er gerade sagt, das hat Neo schon mal gesagt, natürlich noch ein bisschen schlechter, also Neo in dem Falle, weil die Runde war ja nicht so geil, ne, von Neo leider, im 2015er Finale. Hat er es ja auch schon gemeint, von wegen, yo, das kommt alles von den anderen aus der Feder und sowas und bla bla bla. Also das kennt man schon, was Timetic hier sagt. Klar, Entenlines sind jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Witzig, Gelbe vom Ei, Ente. Witzig. Ja. Okay, aber ja, bis jetzt finde ich den ersten Part deutlich stärker. Der fickt im Gesamten schon recht gut, aber der zweite, der lässt gerade ein bisschen nach. Label leider keinen Sinn. Ich meine, die Promo hier auf Julians Blog krieg ich gerade nebenbei alleine hin. Überkrasse Major Moves. Dicker, dein Label zieht dich noch mehr ab als Babas hat damals die Jungs von Attitude. Das ist gut. Major Moves hat er das Video irgendwie gemacht. Hatten die das Video gemacht? Nee, das war irgendwie. Was auch immer. Major Moves, da ist er ja und. Von wegen ist er gesagt, dass sie mir abziehen, wie als bei Attitude, aber da ist ja jetzt irgendwie kein Punch hinter, weil es fehlt ja der Beweis, oder das jetzt einfach in den Raum zu werfen, kann jeder sagen, aber fehlt so der Fick. Also zweiter Part finde ich jetzt echt nicht so schlimm. Auf dem Channel ist doch eigentlich normal, aber du musst für die Scheiße noch bezahlen. Drückst dafür Prozente ab, während Major Moves sich deine Lorbeeren sammelt. Und am Ende hast du nur das, was du vorher hattest. Hiernach machst du keine mehr Angst. Denn ich hab dein Leiden erkannt. Dreh es wie du willst, aber es gibt keinen Zweifel daran. Entertainment ist dein alter, verweichlichter Mann. Jetzt weiß ich, wo ich den Beat herkenne. 80 Rückrunde gegen Diverse. Also der klingt genau so. Oder? Leute, it's no joke. Der klingt doch genau so. Hiernach machst du keine mehr Angst. Denn ich hab dein Leiden erkannt. Ja, okay, nicht ganz, aber doch sehr ähnlich. Oder doch der. Ne? Dreh es wie du willst, aber es gibt keinen Zweifel daran. Entertainment ist dein alter, verweichlichter Mann. Und du kannst froh sein, dass ich kein rückgratloser Penner bin, der deine Karriere langfristig fickt. Digga, mit den Informationen, die ich über dich habe, hätte ich dein ganzes Leben zerstören können. Aber stattdessen habe ich sogar deinen scheiß Nachnamen zensiert. Ich hoffe, du weißt diese Geste zu schätzen. Ja, tatsächlich ist das ein Ehrenmove von Timetic, wirklich auch nochmal hier. Also das beweist einfach Rückgrat, so, ne? Hätte jetzt auch den Nachnamen genannt, könnte ihn das schon ziemlich ficken. Also falls das natürlich real ist, ne? Kann er natürlich jetzt nur so sagen und es ist alles gefaked, sage ich jetzt mal, so wie mit dem Benedikt und so und, keine Ahnung, Politikervater und so von Jasper. Aber,
ist schon bis jetzt episch. Also der erste Part sehr geil. Hook ist nichts für mich tatsächlich. Also beide haben mich hook-technisch enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und den zweiten Part fand ich auch echt nicht gut. Mal gucken, was jetzt kommt. Und Video finde ich geil. Finde ich geil. Vor allem das eben ganz am Anfang mit der Autobahn und so. Und wie er dann in diesem Auto sitzt und so. Ist ganz geil. Aber am Ende des Videos kommt es bis jetzt noch nicht ran. Kann ja sein, dass jetzt noch irgendwas kommt. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ach, tatsächlich noch ein Beat-Switch oder was? Ja, moin. Ah, das ist geil, das erinnert mich gerade an diese Rapido-Runde von ihm, ne? Wo er da auf diesem, bei diesem Widescreen gedreht hat. Vielleicht soll das eine Anekdote sein, könnte gut sein. Aber auch dieser Oldschool-Bus, das hätte Kuchen mit dem Oldschool-Bus wäre perfekt gewesen. Hat er ja schon gemacht mit seinem VW-Bus in der Nairo-Runde, aber mit dem Bus hätte er alle überfahren. Also den Bus finde ich sehr episch. Keine Ahnung, wo er den hergekriegt hat, aber geil. Ich will nicht sterben. Und auch schön, dass er das ein bisschen parodiert von Ente, weil Entertainment ja immer diese Ausschnitte nimmt und dann so, jo, in der Todesliste 1 und 2 zum Beispiel, ganz am Anfang. Und jetzt auch ganz am Anfang und auch jetzt hier von wegen, jo, ich will nicht sterben. Ganz cool. Verarscht er ihn so ein bisschen mit und benutzt das quasi gegen ihn. Ist gut. Nein, nein, nein! Oh, das sieht geil aus. Ente hatte schon als Crazy Jane ein Fable für Koalas Liebe. Er kann's bitten, bezog sich deshalb nur auf orale Triebe. Oh, das ist eine gute Zeile, direkt ein geiler Einstieg und ich finde auch den Einstieg generell geil. Er kommt flowtechnisch direkt richtig rein in Fahrt, finde ich gut. Die Zeile war auch geil. Ente hatte schon als Crazy Jane ein Fable für Koalas. Genau, er hieß noch Crazy Jay, glaube ich sogar vor. Er kann spitten, kann das sein? Weiß ich nicht. Crazy hatte was hatte der nochmal? Ente hatte schon als Crazy Jane ein Fable für Koalas Liebe. Ein Fable? Fable hieß er ja auch noch. Für Koalas Liebe. Und Koala ist ja sein Crew-Kollege. Oh, er macht das jetzt wie Ente damals mit Neo. Wie ging das nochmal? Pixel Fortis macht das niemand mit der Taube. Und jetzt, ach ne, so, macht Neo es mit... Bin ich behindert? Alter, das ist so eine Zeile, die vergisst man nicht. Aber ich hab sie gerade vergessen. Hurensohn. So, und jetzt von wegen Fable, wie auch immer, geil. Geil, dass er das quasi jetzt umdreht. Und jetzt kommt ja noch eine Zeile von, davon, ne? Wer kann spitten, bezog sich deshalb nur auf orale Triebe. Genau, er kann spitten auf orale Triebe. Das ist gut. Das ist gut. Er dreht diese Zeile um von 2015 und schiebt sie Entertainments komplett ins Arschloch rein. Das ist gut. Das ist. Wärst gerne King of Kings, doch ein großer Fakt ist. Du bist nicht mal King of Queens, obwohl du ja Duck bist. Du geil! Ey, jetzt haut er komplett raus. Du bist was? Du bist King of Kings? Gerne King of Kings, doch ein. Genau, du wärst gerne King of Kings. Großer Fakt ist, du bist nicht mal King of Queens, Du bist zwar nicht mal King of Queens, obwohl du Duck bist. Obwohl du ja Duck bist. Du geil. Duck, ne? Also Ente, Duck. Und Duck von King of Queens. Geil! Wäre Entertainment jetzt noch fett, wäre das eine Ultra-Baba-Zeile. Aber so ist sie auch gut. Jetzt haut er raus. Du lebst deinen Action-Thriller und machst auf Killer-Ente. Aber die Hyäne ist dein Entenkiller, also ja, ist gut. Du kannst Ente mit deinen Ansagen. Ich dreh deine Mensch um. Und die Killer-Ente wird dein Angsthase. Oh! Die war schön mit dem Bild. Geil. Ich dreh dein Killer-Enten-Image um und dann wird die Ente zu einer Angsthase. Geil! Mit deinen Ansagen, mit dem Bild. Ich dreh deine Ente, sieht man? Ente? Image um und die er dreht sein Image um und dann wird er ein Hase. Ist cool. Also ohne Bild natürlich totaler Bullshit, aber mit dem Bild ganz geil. Ente wird ein Angsthase. Du hast dein Image schon verkackt, weil du es stimmlich so verpackst, als wärst du Grizzlies ohne Tag, Mann, du. Ja, gut, gut. Und ich muss sagen, hier finde ich den Flow wirklich gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, er weicht so ein bisschen.
weicht so ein bisschen in die Schiene monotonen Rap wieder ein, ja, so auch mit dieser Hook und so, gar nicht melodisch, gar keine Abwechslung im Flow, aber jetzt auf diesem, ist das noch dasselbe Beat? Aber jetzt gerade kommt der richtig geil, muss ich sagen, finde ich vom Flow auch richtig gut. Arschgeber hat Sprachfehler in deinem Passat, klingt so, als würdest du die Maske auch beim Einrappen tragen, oder? Ja, genau. Irgendeinem ein Blasen, Mann, ich verstehe nicht, was du rappst. Nein, im Ernst, ich verstehe nicht, was du rappst. Kennt man schon von Gio, kennt man schon von Gio diese Aussage? Er hat den ganzen Lispel-Part gebracht und von wegen, du fickst dich mit jeder Runde selbst ins Gesicht. Du fickst dich mit jeder Runde, weil du spuckst. Was auch. Ihr kennt die Zeile, Gottverdammt. Aber ist gut. Erzähl nicht, dass du Fotzen gebumst hast. Du hattest noch mit keinem Mädel Sex, doch wurdest trotzdem entjungfert. Spring rauf auf den Gegner. Ich zerreiß meine Beute. Yeah. Schlaf also raus aus den Federn. Ente überschreitet seine Gattungsgrenze. Aber bleibt unter mir in der Nahrungskette. Spring rauf auf den Gegner. Zerreiß meine Beute im Schlaf, also raus aus den Federn. Ente überschreitet seine Gattungsgrenze, aber bleibt unter mir in der Nahrungskette. Oh, die Hook finde ich schon viel besser. Er kommt noch aggressiver, als er sowieso schon in den Parts ist. Und ich finde, die ganze Hook puncht. Ja? Von wegen raus aus den Federn. Rauf auf meinen Gegner. Ich zerreiße meinen Gegner. Geil. Das ist dope, von wegen, ja, er tötet Gegner im Schlaf, von wegen, ja, weil er eine Hyäne ist und so und nachts auf Beutejagd ist und hat eben Enten zerreißt. Schöne Hook, muss ich sagen. Die finde ich schon wieder viel besser als die vorher. Du brachtest gegen mich eine 12-Bars-Passage. War das ne Kampf- oder Angstansage? Dicker, was soll deine Todesliste bringen, wenn die Punches gegen mich wie eine Lobeshymne klingen? Jena steigt meine Mordrate, denn ich räum den King aus dem Weg. Rochade! Rochade? Ich will mich jetzt hier nicht festlegen, ne? Könnte sein, dass das ein Fußballspieler ist und ich. Mit Fußball habe ich nix am Hut. Null. Ohne Witz. Du hast keine Eier in der Hose wie Miroslav Klose. Das kann ich sagen, ja? Aber ohne Witz. Keine Ahnung, wer der Typ ist, von dem er da gefragt hat. Bestimmt so ein Fußballspieler. Aber es ist geil, wie er auch reinkommt und so. Oh! Und dann bum, 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 bum. Ist geil. Das ist dope. Muss ich sagen, Timatic steigert sich gerade komplett vom Track zu Track. Also nicht Track zu Track, aber von dem Track, von den Parts, er steigert sich komplett. Und das Ende ist bis jetzt das Beste. So müsste es ja normalerweise auch sein, dass die letzten Parts komplett nochmal einen Touchdown geben, so, ne? Und das macht er. Und das finde ich gut. Und dein Titel ist zum Greifen nah. Aber wenn sich wirklich alles wiederholt, fick ich dich zum zweiten Mal. Schön, weil er eben auch Laskas Runde geschrieben hat. Natürlich hat Laska Ente nicht gefickt, ja. Ich finde diese Entscheidung immer noch... Nee. Aber kann er natürlich sagen, weil er halt eben die Runde geschrieben hat. Deswegen, dope Zeile, guter Punch, trifft. Weiter geht's. Ich bin ein Nassfresser, doch bei deinem Scheißgeruch suche ich in der Tundra nach Salatblättern. Denn ich fletsche, wenn ich Beute sehe, die Zähne. Doch an so einer stinkenden Ente nackt nicht einmal die Reulich die Hygiene. Ah, sehr gut, sehr gut. Es war relativ obvious und ich wusste schon, dass die Hygiene kommt. Ist ein guter Punch. Aber er hat ja irgendwie gegen in der Clash-Runde gesagt, von wegen, dass er die Ente... Ah, nee, er will sie nicht fressen, er will spielen. Ah, gut, gut, gut. Vor allem auch auf diese Zeile aufgebaut, von wegen, dass er sagt, yo, ich zerreiß dich nicht, weil du so heftig stinkst. Ist gut. Oh, und was für ein mieser Scheißlügner du bist. Nennst dein Album Feder Gott, das gibt mir mein Füller zurück. Ich will... Ja, schön, das ist gute Zeile. Die finde ich... Ey, Timatic räumt gerade ab. Räumt gerade wirklich ab, muss man einfach sagen. Ey, wäre das so weitergegangen wie den ersten zwei Parts, hätte ich gerade alle Timatic no chance. Aber gerade räumt der hier richtig ab. Bin in dir Getränk in Säure reinrammen, du wirst langsam zur Hölle fahren. Teufel sei Dank. Spring! Schön, das Albumcover, den Albumnamen nochmal schön in den Arsch geschoben. Timatic ist gerade echt dabei, Karrieren zu beenden. Der hat richtig Bock. Rauf auf den Gegner! Ich zerreiß meine Beute im Schlaf, also raus aus den Federn. Ente überschreitet seine Gattungsgrenze, aber bleibt unter mir in der Nahrungskette. Spring rauf auf... Ja, auch das mit der Nahrungskette cool, weil halt eben er eine Ente ist und eine Hyäne halt eben
doch nochmal ein bisschen mehr Style hat und halt auch eben einfach länger überlebt als so eine mickrige Scheißente und... Den Gegner, ich zerreiß meine Beute im Schlaf, also raus aus den Federn. Ente überschreitet seine Gattungsgrenze, aber bleibt unter mir in der Nahrungskette. Ja, also die Cap ist safe ein Boxinhalt, ne? Hat er ja schon gesagt, von wegen, dass ein Boxinhalt in seiner King-Final-Runde gezeigt wird. Und das ist die Cap. Das ist einfach so. Ist, ja, doch, 100%. Nice! Jo, nice! Ja, ist gut. So, das war die Runde von Timatic. Bumm, Alter, bestellt euch das Album von beiden Künstlern bitte vor. Ohne Witz, wenn ihr ihn supporten wollt, hier auch ein Like von mir. Fazit. Ich weiß die. Entertainment war ein bisschen unter seinem Niveau, würde ich mal so sagen. Ja, er hat mich nicht komplett enttäuscht, aber ein bisschen mehr hätte ich von Entertainment schon erwartet. Hook, cool. Video cool, Beat war krass von Ente, habe ich aber schon mal eben gesagt. Deswegen lasse ich das jetzt weg. Entertainment im alles in allem würde ich sagen, Ente hat ein gutes King-Finale abgeliefert, war schön. Nur war noch ein bisschen Müll dazwischen. So, Timatic, das King-Finale-Runde, war auch King-Finale würdig, auf jeden Fall. Nur der zweite Part hat mich komplett gefickt, also der war kompletter Müll, fand ich, ne? Erster Part war cool, aber irgendwie fand ich den da so ein bisschen zu monoton. Dann kam die monotone Hook, ja, die mich null abgeholt hat. Dann kam der zweite Part, den ich komplett scheiße fand. Dann kam wieder der monotone Kack, fand ich ein bisschen blöd. Und da habe ich echt gedacht so, Alter, Timatic versaut sich jetzt hier. Aber dann kommt, bumm, Location-Wechsel, alles. Er kommt nochmal aggressiver in den Beat, hat einen geilen Flow. Der erste Part quasi von dem, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Beatwechsel war, muss ich ehrlich gestehen, muss ich mal kurz drücken. Weichlichter Mann, zerreiß meine Beute im Schlaf. Ja doch, war ein Beatwechsel, okay. Den zweiten Beat fand ich auch ein bisschen besser. Und nach dem Beatwechsel, der erste Part war gut, war stabil, dann kam die geile Hook und dann kam der zweite Part, der wirklich komplett geil war. Der war komplett krass, sehr geile Lines, er hat dieses, wenn Neo mit Pixel Fortress macht, dass niemand mit der Taube ihn zurück ins Arschloch gesteckt und auch eben sich über seinen Albumnamen lustig gemacht mit dem Teufel sei Dank, ne? Und wegen mit dem Gift und so, bam, ich pflanze das ein, bam, bam, stirbt, Teufel sei Dank, irgendwie so. Geil! Geil! Zweiter Part wieder geil, nochmal die Hook. Ich hätte die Hook tatsächlich zweimal laufen lassen. Aber gut, Timatics Entscheidung, auch ein gutes Video, kommt, finde ich, aber nicht an Entes Video ran. Flow würde ich an, nee, kann ich nicht sagen, ich muss die Runden echt ein bisschen öfter hören, um wirklich ein richtiges Endfazit mit Punktevergabe zu vergeben, weil Punchline-technisch kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wem ich hier die Punkte geben würde. Beide würden natürlich einen Extrapunkt kriegen, erstmal natürlich für die Arbeit von Timatic und generell einfach würde ich aus Prinzip einfach beiden extra Punkt geben. User Voting habe ich ja schon gesagt, ist glaube ich scheißegal, wie gut Timatic abliefert, was natürlich sautraurig ist. Wirklich, ich bitte euch, bevor ihr bewertet, guckt euch die Runde an und bewertet mal ganz objektiv. Nicht so subjektiv, so eingestellt von wegen, oh, es ist Entertainment's Gegner, Dislike. Das finde ich wack, Es ist wack einfach, Ja, das finde ich einfach scheiße. Und also zwei Runden, die King-Final würdig waren, aber ich muss zugeben, ich hätte von beiden Seiten aus ein bisschen mehr erwartet. Timatic hat in den ersten zwei Parts, finde ich, komplett reingeschissen. Nein, das ist falsch gesagt. Der erste Part war wirklich im Gesamten gut gefickt. Also gut dargestellt, gut gefickt. Zweiter Part war kompletter Müll. Hook war auch scheiße. Fand ich jetzt natürlich. Wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist eigentlich jetzt genau das Entsprechende, die Entscheidung, was ich jetzt hier eigentlich mit ansagen wollte. Ich sehe, wen sehe ich vorne? Ich habe keinen Plan. Ohne Witz, ich habe keinen Plan.
es ist schwierig. Entertainment hat die kompaktere Runde, kürzere Runde, hat aber halt eben viel Schrott dazwischen. Hat aber einen geilen Beat, ein geiles Video und auch Hard Hits. Dabei, Timetic kommt auf einem... Ja, ich weiß nicht. Ich fand den ersten Beat halt Müll. Also nicht Müll, aber den kannte man irgendwie schon und der war auch nicht so episch. Der zweite Beat war geil und hätte Timetic nur das, den zweiten Teil nach dem Beat-Switch das eingereicht, würde ich sagen, dass Timetic sich das für sich entschieden hätte. Hätte ich so gesagt, aber jetzt mit dem ersten Teil und so, das muss man natürlich mitberechnen. Wird's eng für Timetic, würde ich sagen, aber auch für Entertainment. Also ich kann es echt nicht einschätzen, was Julian jetzt denkt. Ich glaube auch, dass er sagen wird, yo, Entertainment, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Und keine Ahnung, was er zu Timetics Runde sagt. Da habe ich null Plan, was er dazu sagt. Wirklich nicht. Deswegen, Leute, mich interessiert eure Meinung absolut. Macht immer eine Analyse in den Kommentaren. Ich herzige immer alle Analysen, wo steht hier Videopunkt hier an dem und Begründung und dies und das. Herzig. Die kriegen direkt ein Herz, ne? Weil sie sich direkt immer Mühe geben und diese Kommentare schreiben. Leute, schreibt's rein, wen seht ihr vorne? Welche Runde fandet ihr geil? Denkt ihr, es war ein geiles King-Finale? Waren beide Runden King-Finale würdig? Seid ihr auch ein bisschen enttäuscht von beiden? Was denkt ihr von beiden Runden? Ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde beide Runden gut. Ist auch, finde ich, King-Finale würdig. Wäre es 2015, würde ich sagen, es wäre nicht King-Finale würdig. Ganz einfach. Aber ist es 2018, also in diesem Jahr ist das 100% King-Finale würdig. Und natürlich will ich nicht die Künstler schlecht reden oder so, ne? Überhaupt nicht, ne? Gönnt euch beide Alben, die sind auch verlinkt. Und liked beide Runden bitte, oder nur den feiert. Aber, ne, dieses Jahr, ihr wisst alle, das ist nicht auf dem JBB15er Niveau. Deswegen, ich fand, ist ein gutes King-Finale geworden. Eure Meinung interessiert mich hier brennend. Ihr könnt mir gern auf Instagram folgen, da können wir auch gerne diskutieren, ein bisschen schreiben. Ne, ist auf jeden Fall auch verlinkt in der Videobeschreibung. Mein Insta könnt ihr mir gerne folgen, ist gar kein Problem. Kriegt ihr auch ein bisschen Real-Life-Shit mit oder auch so kleine Abstimmungen. Ne, ihr kennt's und sage ich jetzt nicht oft, aber wenn euch die Analyse, Bewertung, Reaction, whatever gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Schreibt was in die Kommentare, auch Kritik nehme ich sehr gern zu Herzen. Ich weiß schon, was für Kritik kommt. Du laberst zu lange. Ja, aber ich bin halt leider so. Und ja, ist auch egal. Leute, haut rein. Macht euch einen schönen Silvester. Genau, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Oder besser gesagt, macht's besser als ich. Bumm, Alter. Fickt euch. Und ciao.